Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Wir verlassen nochmal unsere Farm. Da vorne läuft jemand, den wir noch nicht kennengelernt haben. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ich bin Dr. Hardy. Schön, dich kennenzulernen. Hast du noch was zu sagen? Ich bin der Doktor von Romanas Familie. Und sie ist noch genauso störrisch, wenn ich ihr sage, dass sie ihre Medizin nehmen soll. Wir laufen heute ein bisschen rum und schauen uns mal die anderen Dorfbewohner an. Und vielleicht können wir nachher ja noch ein paar Sachen kaufen. Hier wohnt jemand. Wer wohnt hier? Hi. Du bist der Typ, der die Farm betreibt? Wie spielt dir das Leben, mein Freund? Wann immer du frei hast, leistest du mir Gesellschaft. Ja, das ist Gustava. Und ich werde ihm absichtlich so eine Stimme geben. Woher stammt dieses Instrument? Keine Ahnung. Gustavas Lieblingsgitarre. Hinten ist eine Notiz. Zwei Früchte und eine Tomate geben einen Salat. Ja, was kann man hier noch sehen? Eine Trommel namens Tabla. Sagst du noch was? Mit Natur und Musik bin ich glücklich. Daher bin ich viel gereist und hier gelandet. Mir gefällt es hier wirklich immer mehr. Das glaube ich dir. Da vorne ist der Künstler, von dem Takakura vorhin sprach. Der sieht ein bisschen komisch aus. Sein Name ist Cody, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin Metall... Was? Ich bin Metallurg. Freut mich. Du heißt Cody. Das Meer verschlingt alles. Wie die Leute fühlen und ihre Sinne dahinschmelzen. Vor der Erhabenheit des Meeres. Hier kann man auch später, glaube ich, angeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste man aber eigentlich können. Und hier an diesem Teich wohnt manchmal eine große Schildkröte. Das ist der Schildkrötentümpel? Wenn ich mich recht entsinne, ich weiß es nicht mehr. Hier ist das Haus des Künstlers. Da können wir jetzt natürlich nicht rein, weil er nicht da ist. Das sammeln wir auf und packen es ein. Ja, die Steuerung ist gerade ein bisschen blöd, weil ich habe ein Pflaster auf dem Daumen. Das heißt, ich rutsche dauernd vom Joystick ab. Jetzt haben wir Nachmittag bereits. Das heißt, wir können bald die Kuh nochmal melken. Es ist ruhig, wohl keiner daheim. Ja, hier wohnen die Zwillinge. Patrick und Cassie. Und hier haben wir noch zwei Leute, mit denen wir heute noch nicht gesprochen haben. Oh, wenn das nicht der Neuling ist, Emero. Wie du siehst, sind mein Mann und ich schon alt. Wir leben ruhig in diesem Tal. Wer bist du? Oh, ich weiß, Emero. Ich habe in der Stadt gewohnt, als ich älter wurde. Aber als ich älter wurde, zog ich mit Nina wegen der Ruhe und Entspannung hierher. Ja, ich bin ein bisschen müde, deshalb funktioniert das mit dem fehlerfreien Lesen noch nicht so. Das tut mir aufrichtig leid. Aber ich hatte gerade richtig Lust, Harvest Moon zu spielen. Deswegen habe ich die Aufnahme jetzt ein bisschen vor den Plan gezogen. Ist geschlossen. Ich bin da auch noch nie drin gewesen. Ich weiß nicht mal, ob man da überhaupt reinkommt. Schauen wir mal, ob Romana oder Lumina zu Hause sind. Edle Musik und Katzen. Miau. Ah, Tür. Das war eine Treppe, aber egal. Schauen wir mal. Hallo. Ist geschlossen. Ist hier jemand drin? Wird nicht benutzt? Okay.
Hier wohnt, glaube ich... Hier ist, glaube ich, Luminas Zimmer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, da ist sie. Oh, hi, Emero. Oma Romana lässt sich nicht gerne Oma nennen. Okay. Schauen wir mal. Schenken wir ihr mal eine Blume. Wow, wunderbar. Das ist das Beste. Ist das für mich? Ja. Ja, danke. Es ist wirklich von Vorteil, wenn man sich mit den Dorfbewohnern anfreundet. Man kann Events freischalten, mehr oder weniger. Und man kann, wenn man sich zum Beispiel mit Tim oder Ruby anfreundet, hey, ich will da runter, kann man in bestimmte... Hä? Orte, an bestimmte Orte, wo man sonst nicht hinkommt. Ich will da runter. Ah, doof. Katze, Katze, komm mal her. Schauen wir mal, ob Sebastian zu Hause ist. In der Küche ist niemand. Kann man hier irgendwas sehen? Wie mache ich Marinade? Fisch und Beifuß, Tomate oder Rübe. Okay. Die Küche ist alt, aber sehr gut erhalten. Das Essen ist noch nicht fertig. Das Geschirr sieht teuer aus. Okay, hauen wir es nicht runter. Also sollte ich die Küche bald wieder verlassen, denn ich kenne mich. Prost. Ups, ich wollte doch nur... Hallo, meine Lieben. Wann immer du frei hast, komm mich besuchen. Okay, Romana. Ich kam für etwas Frieden und Ruhe in meinem Alter hierher. Möchtest du eine Blume haben? Ist das für mich? Ja. Oh, wirklich? Ich kann leider im Moment nicht. Toll. Dankeschön. Hier ist Sebastians Zimmer, oder auch nicht. Doch, hier drüben, glaube ich. Der muss ja auch sein eigenes Zimmer haben, ja. Sieht sehr spärlich eingerichtet aus. Hm? Oh nein, du hast es gefunden. Ich schätze, ich habe das Foto aus Versehen stehen gelassen. Die junge Romana? Vielleicht? Keine Ahnung, ich kann es von hier nicht erkennen. Ja, sehr gute Beobachtung. Es ist wirklich Romana. Es ist Romana im selben Alter wie Lumina jetzt. Deshalb sieht es ihr so ähnlich. Damals waren Fotos noch eine Rarität. Daher ist es das einzige Foto von Romana. In dem Alter wüsste sie, dass ich es habe, würde sie über mich lachen. Versprichst du bitte, ihr nichts davon zu erzählen? Sicher, kein Problem. Vielen Dank. Bild von schönem Gebäude, aber da ist etwas dahinter. Da ist eine Notiz. Eine Kartoffel und eine Karotte geben eine leckere, gehaltvolle Suppe. Ein guter Butler von Sebastian. Du warst neulich hier, oder nicht? Ich sehe nach Romana. Ja, ich hatte schon immer die Vermutung, dass Romana und Sebastian sich sehr mögen. Oder wenigstens gemocht haben. Die Tasten sind vergilbt, das Klavier muss alt sein. Und ich vermute auch, dass Sebastian schon lange im Dienste Romanas steht. Weil sonst hätte er dieses Foto nicht von ihr. Ach ja. Wo geht Lumina hin? Na, wo gehst du hin? In dieser Jahreszeit will ich draußen laufen und spielen. Okay, tu das. Viel Spaß. Verletz dich nicht.
Wen haben wir hier? Hi. Sieht aus, als hättest du etwas. Gib's mir. Was soll ich dir denn geben? Beifuß? Ui. Gibst du mir das? Ja, dann nimm's doch. Sieht lecker aus. Na, dann nimm's halt nicht. Ich hätt's dir gegeben. Du hättest nur fragen sollen. Beziehungsweise du hättest einfach nur nehmen müssen. Ja, gefragt hatte er ja. Hi! Ich bin ein Energieforscher. Komm bitte mal in mein Labor und ich zeige dir eines von meinen tollen Experimenten. Mhm. Machen wir. Aber später vielleicht, okay? Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Saatgut kaufen. Wo werden die jetzt sein? Hallo? Wer ist da? Oder neuer? Ich habe hier auf den Feldern ausgeholfen. Ich arbeite in einer großen Firma in der Stadt. Also arbeitete. Aber ich musste aufhören, weil ich krank war. Also kam ich her, weil die Luft hier so gut ist. Also willst du heute etwas kaufen? Ja, warum nicht? Okay, nimm, was du willst. Tomatensamen? Hörst schon zwei. Wie viele willst du? Ah, dann nehme ich keine. Ich wusste nicht, dass ich noch welche habe. Oder schon welche habe. Nein? Okay, komm mal wieder vorbei. Ich spreche ihn absichtlich so, weil ich weiß, wie er manchmal... wie pissig er manchmal ist. Gasthof-Tomate, zwei Boxen. Blaue Bar, Kartoffel, eine Box. Ein Bestellschein. Hallo, Vesta. Hey, wie ist das Farmleben? Sag Bescheid, wenn du Samen brauchst. Du kriegst sie hier von jedem. Verkauf dein Gut nicht in der Stadt. Wir brauchen die Konkurrenz nicht. Okay. Willst du heute etwas kaufen? Naja, warum nicht? Klasse, was darf's sein? Ich wüsste gerne, wie viel, was ich denn davon schon hab und, kann ich auch irgendwie... Nee, kann ich nicht. Nicht? Naja, komm jederzeit wieder. Ich wüsste gerne, welches ich wann anbauen kann, weil man kann alle Samen zu jeder Jahreszeit kaufen. Schauen wir mal nach Celia. Ich möchte ihr wenigstens jetzt schon ein Blümchen schenken. Hallo Celia. Als ich als Kind in der Stadt lebte, brachte mir Vesta frisches Gemüse. Also, möchtest du heute etwas? Was möchtest du denn? Von ihr kaufe ich jetzt mal was, weil... Rübensamen soll's also sein. Du hast schon null. Also keine. Wie viele möchtest du heute? Nehmen wir mal... vier. Vier Einheiten von Rübensamen. Das macht 80 Goldstücke. Ist das okay? Ja. Ich find's okay. Da kann ich vier Rüben draus ziehen. Toll. Ja? Vielen Dank. Komm jederzeit wieder. Komm jederzeit klingt irgendwie komisch. Er ist ein Herzchen. Das unter ihrer Matratze liegt ein Tagebuch. Es interessiert sie auch nicht, dass ich es jetzt lese, während sie neben mir steht. Und diese Herzchen? Sieht toll aus. Es gehört dir oder alles meins. Du darfst es haben. Wirklich? Ich schulde dir was. Ja, also früher war es ja so, dass man die Tagebücher der Mädchen lesen musste, um herauszufinden, ob sie einen mögen oder nicht. Jetzt kann man ja anhand, also bei den neueren Spielen sieht man ja anhand einer Anzeige, wie welche Farbe das Herz schon hat und bla. Das ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Hier in Harvest Moon A Wonderful Life ist es ein bisschen anders. Hier kann man maximal vier Herzchen bekommen. Man muss nicht mal eins der Herz-Events gesehen haben. Es gibt aber welche. Und ich versuche auch Celias Herz-Events... Hallo, was machst du auf meiner Farm? Hallo? Ich bin nur ein wenig herumgelaufen. Ja.
Die Körpertemperatur von Kühen ist höher als die von Menschen. Sie produzieren mehr CO2 und fördern die globale Erwärmung, wenn sie rülpsen oder Luft ablassen. Okay. Gut zu wissen. Das war jetzt Information, die ich brauchte. Definitiv. Ich nehme die Rübensamen. Ah nee, die habe ich ja mitgehabt. Ich weiß, dass man irgendwie Informationen einblenden kann. Nee, sowas nicht. Oder irre ich mich jetzt total? Ah, diese Rüben darf ich nur von Sommer bis Winter anbauen. Was haben wir denn hier? Tomatensamen. Und die sind Frühling bis Herbst. Okay, nehmen wir die Tomatensamen mit. Ich brauche Werkzeuge. Ich nehme die schwere Gießkanne mit. Die schwere Sichel. Die schwere Hacke. Und was anderes kann ich noch nicht mitnehmen. Ja. So, Wasser geholt. Dann schauen wir mal. Mit der schweren Hacke müssen wir jetzt... Also ich bestelle erstmal das sehr fruchtbare Feld. Ist jetzt eigentlich egal, wo ich das mache. Rums. Und wir hatten zwei. Okay. Jetzt sehen wir die zwei Tomatensamen aus. Einmal und... Das Schöne ist, man kann hier keine Items vergeuden oder durch die Gegend schmeißen, weil du kannst dir, wenn du was in der Hand hältst oder so, den Boden ansehen. Aber der Farmer würde hier niemals irgendwas wegschmeißen. Es sei denn, du schmeißt es in den Müll. So. Der Boden ist sehr fruchtbar, ja, ja. Das weiß ich. Hallo Lula. Wir melken dich noch einmal. Komm mal her, du. So, da müsste ja irgendwo hier noch... Da. Und noch eins. Und noch eins. Ja, Kühe geben... wenn sie gerade Kälber bekommen haben, ganz viel Milch. Und man muss sie auch wieder Kälber bekommen lassen, wenn sie keine Milch mehr geben. Das finde ich sehr realistisch gehalten. So. Und die restliche Milch verkaufen wir erstmal. Brauchen wir ein bisschen Einkommen. Einkommen, ja. Nee. Das ist das Hauptbuch und man kann hier Bestellungen aufgeben. Wenn ich nur wüsste, wie das nochmal ging. Nee, das war es nicht. Ah, hier. Bestellungen. Ich könnte jetzt einen Kuhwundertrank bestellen, also eine Befruchtung für die Kuh. Oder Tiere. Werkzeuge kann ich mir kaufen. Ja, oder Tiermedizin oder gutes Futter oder Vogelfutter. Ich werde erstmal ein bisschen Geld verdienen, bevor ich irgendwas mache in der Art. Und wenn ich ein bisschen Geld verdient habe, werde ich dann auch anfangen, mir bessere Werkzeuge zu besorgen. Ich finde auch die Grafik in diesem Spiel total schön. Nur ist es ein bisschen schade, dass man irgendwann so eine gewisse Eintönigkeit hat.
Also es gibt hier nicht so viele Feste. Es gibt welche. Ich weiß nur nicht mehr, wann die waren. Da muss ich mich nochmal informieren. Weil ich versuche, euch so viel wie möglich von diesem Spiel zu zeigen. Der Storyverlauf des ganzen Spiels ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr cool, was die sich hier haben einfallen lassen. Auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, dass Harvest Moon A Wonderful Life schlecht ist. Das finde ich persönlich nicht. Also, das war mein erstes Konsolen-Harvest Moon. Also, mittlerweile gibt es ja ganz viele Harvest Moon-Teile für die Wii. Und wenn man sonst immer nur die Gameboy-Grafikqualität gewöhnt ist, denkt man erstmal so, wow, Wahnsinn, cool und so. Naja. Ich könnte mich jetzt auch hinstellen und hier das ganze Gras abmähen und es dann verkaufen. Aber, naja, das muss ja nicht sein. So. Ja, ich weiß. Das reicht also erstmal reichen. Wir wollen der armen Lula ja nicht ihr ganzes Futter wegmähen. Und Flumpi. Du hast ja noch nichts gefressen. Komm mal her. Flumpi. So, geh mal hier hin. Ja, da ist Futter drin. Hihi. Ja, die Tiere freuen sich, wenn man sie füttert. Sehr schön. Und, ja, es wird schon dunkel. Und ich würde sagen, ich speichere jetzt und dann beende ich den Part für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Harvest Moon A Wonderful Life. Oh, buddy!